Hallo meine Damen und Herren und willkommen zurück bei The Raven. Unser Zug ist im Tunnel verunglückt, es ist ein Feuer ausgebrochen und wir müssen ganz dringend den Waggon abkuppeln. Wie tun wir das? Ich weiß es nicht. Wir haben Streichhölzer hier bei uns im Inventar. Einige Streichhölzer und die Hälfte... Es würde nur wieder ausgehen. Besser ich spare mir die Streichhölzer. Besser erspart sich die Streichhölzer, alles klar. Wir klettern hier nochmal vom Zug runter. Und es ist stockfinster und wir sehen nichts. Und wir können darum auch den Wagen nicht abkoppeln. Ich fühle kaltes Metall und ein Gewinde. Und jede Menge Schmierfett. Aber ohne Licht komme ich hier nicht weiter. Jetzt haben wir halt diesen Vorhang hier. Keine Ahnung. In Ordnung. Ich schmiere etwas vom Schmierfett in den Vorhang. Okay. Ich dachte, wir könnten den jetzt vielleicht anzünden oder so. Kopple den Transportwagen ab. Haben wir noch irgendwas? Zurück nach oben. Einige Streichhölzer und die Hälfte ihrer Schar. Kannst du das bitte anwenden? Nein. Das geht halt auch immer wieder zu, wie ich das hasse. Ich würde das halt gern kombinieren. Einige Streichhölzer und die Hälfte. Hallo, das hat mich letztes Mal schon so aufgeregt. Das geht halt nicht. Okay, wir gehen mal zurück nach oben. Vielleicht können wir dieses Tuch irgendwo deponieren. So, irgendwie. In den können wir nicht. Könnte sein, dass die hinteren Transportwagen unbeschädigt sind und es nur den erwischt hat, in dem das Dynamit explodiert ist. Aber den muss ich abkoppeln, wenn der Zug den Tunnel verlassen soll. Ganz genau. Und da müssen wir jetzt rausfinden, wie das geht. Ach, ich kann die Leiter auch hinaufklettern. Das habe ich natürlich letztes Mal nicht gesehen. Hallo? Nichts. Was sollte das jetzt? Ich sehe halt auch hier nicht, dass man das irgendwo kombinieren könnte. Klettere die Leiter hinauf, das ergibt auch irgendwie gar keinen Sinn. Warum soll ich aufs Dach klettern? Hä? Und ich konnte ja auch da oben nichts aufsammeln oder so. Also das ist mir gerade wirklich etwas schleierhaft. So. Kleine dunkle Flasche. Kann ich die nehmen? Carling Blackley. Britisches... Nimm... Ach, damit kann ich nichts anfangen. Zu wenig Alkoholgehalt. Nicht zum Trinken. Für praktische Zwecke, meine ich. Ich kann hier so einen Molotow-Cocktail bauen, oder was? Champagner. Vielleicht können wir die Flasche köpfen, wenn wir lebend aus dem Tunnel herausgekommen sind. Bis dahin kann ich sie nicht gebrauchen. Aha. Die vielleicht? Hochprozentiger Rum. Der könnte nützlich sein. Aha. Okay, nehmen wir den hochprozentigen Rum. Nimm ihn noch. Ein Rum aus Österreich mit sage und schreibe 80% Alkoholgehalt. Den kann man wohl nur verdünnt oder als Mischgetränk ertragen. Benutze den Rum mit fettverschmiertem Vorhang. Hallo. Tränke den Stoff in Alkohol, ja. Hä, wieso geht das nicht? Ich werde hier gleich... ich werde hier gleich bescheuert. Okay. So umgeht's nicht. So umgeht's nicht. Linksklick. Linksklick. Geht nicht. Linksklick. Rechtsklick. Geht nicht. Rechtsklick. Ein Rum aus Nein. Am Vorhang klebt Schmierfett von der Kopplung. Den bekommt niemand mehr sauber. Okay. Tränke den Stoff in Alkohol.
No, Moment nochmal. Nein. Oh Gott. Ich bin einfach zu dumm dazu. Ist doch nicht zu fassen. Ist es verbuggt oder bin ich zu dumm? Das ist... Ich muss mal gerade hier die Option eingucken. Zurück. Wo steht das jetzt hier? Spiel fortsetzen. Okay, Notizbuch. Steht da irgendwie, wie das geht? Geheimnis? Die werden alle ersticken, weil ich so dumm bin. Oder weil das Spiel scheiße ist. Das Spiel ist scheiße! Also pass mal auf, Leute. Dass ihr seht, dass ich nicht bescheuert bin, ja? Drag and drop von diesem Vorhang auf die Flasche Alkohol. Passiert nichts, weil es nämlich gedragt bleibt. Linksklick? Geht nicht. Rechtsklick? Geht nicht. Da steht ja schon. Tränke den Stoff in Alkohol, aber es geht halt nicht. Ein Rum? Nimm einfach den scheiß Alkohol. Kann ich das mit den Streichhölzern kombinieren? Nein. Tränke den Stoff in Alkohol. Passiert nichts. Ich will sterben. Können wir dann noch irgendwas? Vielleicht. Die anderen Passagiere sind aus dem Zug geflohen. Wenn ich mich mit dem Abkoppeln des Transports... Sie werden ersticken. Sie werden auf jeden Fall ersticken, weil ich zu blöd bin. Ah! Fuck. Kann er da weitergehen? Ja, betrachte den Stuhl. Kann ich den Vorhang über den Stuhl hängen vielleicht? Nein. Den Stuhl anzünden? Ah. Selbst wenn ich den Stoff entzünden könnte, wie soll ich das Feuer dann transportieren? Ja, dann machen wir halt nochmal das Streichholz im nächsten Wagen an. Und zünden das vielleicht an? Ich gehe davon aus, dass der Rum wie Spiritus brennt. Aber ich sollte das besser nicht direkt in der Flasche ausprobieren. Nicht? Vielleicht geht's ja jetzt. Nein, ich kann einfach nicht den verfickten Rum mit dem Stoff kombinieren. Okay. Wir nehmen die Flasche. Nein, es geht nicht. Wir gehen raus. Da geht das Streichholz aus. Wetten, es geht aus. Hier herrscht ein ganz schöner Luftzug. Der Sauerstoff wird zum Feuer gesogen. Ja. Ha, dann schmeißt doch einfach weg. Vielleicht geht's ja jetzt, wenn ich nochmal hier neu lade oder so. Tränkst du jetzt den Stoff in Alkohol vielleicht? Nein. Möchtest du nicht vielleicht den Stoff in Alkohol trinken? Nein? Komm schon. Komm schon. Tränk den Stoff in Alkohol. Oh, das ist ja nicht auszuhalten. Ich gucke jetzt nach, wie das geht. So, ich habe mich nochmal versichert. Es ist tatsächlich so, dass ich das tun muss. Aber es geht nicht. Weil, keine Ahnung. Ich habe jetzt nochmal den Spielstand neu geladen. Vielleicht geht's ja jetzt. Es ist nicht zu fassen. Es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Es ist so weit. Am Vorhang klebt. Leute, es tut mir leid. Es geht nicht. Es ist verbuggt. Es funktioniert einfach nicht. Ich kann diesen scheiß Drecksvorhang nicht kombinieren mit dem Alkohol. Er macht's halt einfach nicht. Er tut's nicht. Weder so rum, noch so rum. Das ist ja nicht zu fassen. Was mache ich denn jetzt? Pass mal auf. Ich lasse das jetzt so und ich versuche das Kapitel nochmal neu zu spielen. Und dann gucke ich mal, ob es dann klappt und dann setze ich die Aufnahme dann hier fort quasi. So, selbe Stelle. Diesmal das Tuch noch nicht mit Fett beschmiert. Ich versuche das mal jetzt zu kombinieren. Tut er es? Er scheint es zu tun.
Er tut es! Das muss reichen. Man kann nicht gerade sagen, dass der Stoff den Rum gierig aufgesogen hätte. Aber dafür ist genug auf meinen Fingern, um nachher wie eine Schnapsleiche zu riechen. Ausgezeichnet. Na, das ist doch mal ein Erfolgserlebnis. Ja, was soll ich sagen? Wir gehen jetzt mal raus und versuchen jetzt nochmal mit dem Vorhang das Teil abzuwischen. Das ist ja mal ein Megabug, oder? Dass das nicht geht, wenn man den schon getränkt hat? Wenn man den schon damit schon da hier rumgeschmiert hat? Wahnsinn. Ich weiß, in Ordnung. Ich schmiere etwas vom Schmierfett in den Vorhang. So. Jetzt haben wir einen fettverschmierten und alkoholgetränkten Vorhang. Und gucken jetzt mal, was wir damit anfangen können. Ja, ich gehe nochmal rein, weil hier können wir ja kein Streichholz anmachen. Ich gehe ja nochmal in den nächsten Wagen, denn da war der Stuhl. Vielleicht kann ich ja das ganze Teil hier über den Stuhl hängen. Nein, das geht nicht. Okay. Richtig, Streichholz. Brennendes Streichholz. So, damit vielleicht das anzünden. Selbst wenn ich den Stoff entzünden könnte, wie soll ich das Feuer dann transportieren? Wie soll ich das Feuer dann transportieren? Ich weiß es nicht. Das weiß ich nun wirklich nicht. So, das schau aus dem Fenster. Ja, wirf's doch einfach auf den Boden. Ja, warum auch nicht? Brennt ja eh schon draußen. Das Feuer saugt den Sauerstoff aus dem Tunnel und flutet ihn mit... Ja, hier in den Alpen gab es schon Dutzende Katastrophen in den Tunnels, die mit erstickten Menschen endeten. Dieses Mal werden wir es nicht so weit kommen lassen. Ja gut, dann lauf doch mal hier hin bitte und guck mal, ob es da noch weitergeht. Nein. Er läuft auf der Stelle. Scheint hier tatsächlich nicht weiterzugehen in diese Richtung. Das heißt... Ach hier, guck mal, hier haben wir noch irgendwas gehabt. Betrachte den Stuhl. Was war hier vorne? Aha. Was ist hier bitte schön? Na? Hä? Hier waren noch gerade zwei Lupen. Betrachte den Stuhl. Und hier ist doch nichts. Da müsste ich doch hier irgendwas anklicken können dann. Was will ich denn mit dem Stuhl? Ich verstehe nicht. Warum kann ich den Stuhl betrachten? Der Stuhl ist entweder bei der Vollbremsung umgekippt oder er wurde... Vermutlich ist es ein menschlicher Instinkt. Bla bla bla. Er stört mich nicht bei meiner Arbeit. Okay. Vielleicht können wir draußen das doch irgendwie anzünden oder irgendwie sowas. Halt, bevor er raus... Ja, gut. Mir ist es jetzt egal hier mit den Hinweisen. Denn, ich hab's ja eh schon falsch verstanden und darum ist es egal. So, jetzt hier die blöde Decke. Können wir jetzt hier vielleicht Streichholz? Nein? Nicht? Ah, okay, ich guck nochmal im Notizbuch nach. Okay, jetzt klettert er wieder hoch. Oh, Leute, echt. Das macht mich fertig. Das macht mich fertig, das Spiel. Geheimnis. Nein. Notizen. Inhalt. Nee, hier notiert er nur Sachen dazu und nicht zu den aktuellen Vorblättern. Ich hab es getan. Ach, wie süß. Hier steht ja sogar noch drin, dass er hier quasi um den Auftrag gebeten hat und das ist ja cool. Okay, vorblättern? Kann ich? Ja. Inspektor Legrand, das ist echt cool. Legrands Falle, eine Bombe. Moment. Zurückblättern. Aha, okay. Das Notizbuch ist echt klasse. Das ist echt super gemacht, finde ich. Ihr könnt ja auch pausieren, wenn ihr das alles nochmal ausführlich lesen wollt. Könnt ihr euch dann angucken. Aber
ehrlich gesagt. Ich muss den vor der Rauch und erstickt. Ja, das ist unsere aktuelle Quest quasi. Aber es geht halt nicht. Tja, da bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als nochmal die Räume durchzugehen, bevor ich hier ausraste. Es ist halt wahrscheinlich einfach ein bisschen schwer. Ich muss ja nicht damit. Ach, die Bonbonschale. Kann man mit der was machen? Die letzten Bonbons sind verschwunden. In Anbetracht eines explodierten Transportwaggons wird die Bahngesellschaft den Verlust aber verkraften. Das denke ich auch mal. Nee, halt, junger Mann. Was war das noch alles hier plötzlich? Kannst du mal hier hingehen, bitte? Da war doch dahinter, hinter dem war doch auch noch irgendwo quasi. Moment, betrachte den Stuhl. Da war doch gerade Feuerlöscher? Den habe ich aber nicht. Der Feuerlöscher ist mir vorhin schon aufgefallen. Er passt nicht ins edle Interieur. Nicht? Ich vermute, dass die Bahngesellschaft Sicherheitsauflagen auch auf Kosten der Optik erfüllen muss. Das mag wohl sein. Gegen das Kohlefeuer könnte er nichts ausrichten. Und er ist zu unhandlich, um ihn herumzutragen. Ich könnte ihn höchstens hier in der Nähe benutzen. Okay. Schlage dem einen Stuhlbein mit dem Feuer. Okay. Ja. Können wir jetzt eine Fackel bauen? Eine Fackel wäre doch cool. Vielleicht jetzt hier. Nee, halt. Stuhlbein. Nimm es. In Ordnung. Weiter. Den können wir vielleicht da dran knoten oder so. Ja, und jetzt halt anzünden. Kannst du das anzünden vielleicht? Streichholz? Fackel? Öl und Fett brennen hell und heiß. Dafür muss man sie aber auch mit ausreichend hohen Temperaturen entzünden. Ein Streichholz reicht dafür nicht aus. Ja, dann... Ein Rum aus Öl... Würde ich doch sagen, nimm doch mal die Flasche und tu die in die Bonbonschale. Richtig. Ah, und jetzt zünden wir den Rum an. Nein. Mit dem Streichholz die Rum-Dings. Wie ich vermutet habe. Der Alkohol brennt mit fast unsichtbarer Flamme. Also sehr heiß. Das heißt, wir nehmen jetzt hier die Fackel und zünden die jetzt hier dran an. Boah, hey, dass ich das mal noch auf die Reihe kriege. Wer hätte das gedacht? Ich bin der Herr des Feuers. Ja, du bist der King. Prometheus. Errungenschaft freigeschaltet. Na klasse, dann lassen wir das Feuer mal hier drin stehen. Wie sich das so gehört. Und, versuchen jetzt mal hier die vermaledeite Kupplung da zu lösen. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Diese Verknüpfung halt, ne? Das ist schon besser. Ein Hebel auf einer Manschette, die auf einem Gewinde entlangläuft. Aha, mit diesem Hebel kann ich die Koppel lösen. In Ordnung. Und jetzt? Gut, die Kopplung steht nicht mehr unter Spannung. Jetzt müsste ich sie aushängen können. Dann tu das doch. Ja, ausgezeichnet. Na also, dann nichts wie weg hier. Ihr müsst nicht sterben, Leute. Ist das nicht toll? Hören Sie bitte! Hören Sie! Robert, wie sieht's aus? Ich habe den Lokführer nicht finden können. Da bin ich selber auf die Lok und habe die Bremsen gelöst. In Ordnung. Gute Arbeit. Sie auch. Hören Sie bitte! Matty! Wo ist Matt? Wo ist mein Sohn? Ganz ruhig, Mann. Ich bin sicher... Da!
Liegt er jetzt auf dem Zug drauf, oder wie? Was ist geschehen? Oh nein. Matty war wohl noch im Zug. Matt, wo bist du? Wo hat er sich denn... Schau hinter die Theke hier. Wo hat er sich denn versteckt? Und... Matt? Bist du da? Nichts. Okay. Hey, ich bin jetzt verwirrt. Also der Zug ist jetzt... losgefahren oder wie oder was oder hä? Ich bin total verwirrt. Oh Gott, das Spiel ist zu klug für mich und ich bin zu dumm dafür. Ah, Herrgott, da ist er doch. Hey, da bist du ja. Was hast du dir nun dabei gedacht? Tja, na komm erstmal raus da. Ist er weg? Wer ist weg? Der Mann. Was für ein Mann? Da war ein Mann. Er hat gehustet. Einer von den Passagieren? Ich glaube, er kam vom Dach. Warum bist du eigentlich hier im Zug? Warum hast du nicht mit den anderen im Tunnel gewartet? Ich wollte doch meine Pistole haben. Deine... Wenn hier doch lauter Polizisten und Diebe und Explosionen und alles sind, dann brauche ich doch eine Pistole. Ist klar. Also schön. Ich bremse erstmal den Zug ab und dann unterhalten wir uns weiter, okay? Willst du rauskommen? Gute Idee. Du hältst hier die Stellung. Ja, krass, okay. Der Zug scheint zu rollen, quasi ungebremst. Das heißt, ich muss gucken, dass ich den Zug irgendwie gebremst bekomme. Und Matt ist halt noch hier mit drin. Das heißt, wir müssen halt auch gucken, dass wir ihn mitretten. Die Handtasche ist auf jeden Fall noch hier. Ich vermute, die Handtasche gehört Miss Miller, Matts Mutter. Lady Westmacott hat vermutlich eine kleinere Tasche. Und eine teurere. Ja, dann guck doch mal rein. Aha. Ja, die kann ich Matt ja gleich wieder geben. Und was liegt da? Sieht irgendwie so aus, als würde da irgendwas, so ein Notizbuch oder sowas liegen. Tja, ich weiß nicht. Matt hat etwas beobachtet. Das könnte sich als sehr nützlich erweisen. Nur, wenn ich den Zug nicht bald abbremse, werde ich mit den Informationen in diesem Leben nichts mehr anfangen können. Naja, dafür vielleicht im nächsten Leben. Gehen wir nochmal in den nächsten Waggon. Tut mir leid, dass ich vorhin so emotional war hier. Das hat halt alles nicht so geklappt, wie ich wollte. Und das hat mich aufgeregt. Und es war ja tatsächlich verbuggt. Da konnte ich ja nichts dafür. Und sowas regt mich dann immer auf. Geht nicht. Ich vermute, das Gepäck der Baronin ist umgestürzt und blockiert die Tür. Schade. Schade, schade. Dann gehen wir mal in das andere Abteil. Vom Professor. Aha, ein Zirkel... das. Untersuche den Eckschrank. Aha. Ich stell das Wasser an. Die Tanks scheinen nicht beschädigt zu sein. Das Wasser läuft noch. Okay. Ja, aber was will ich jetzt mit Wasser? Okay, das weiß ich halt noch nicht. Mal gucken, ob hier Stift, was ist das? Sieht aus wie ein Rasierer oder sowas. Ein großes, weiches Handtuch. Sehr angenehm. Das ist ja schön. Nimm ich lege es mir um den Hals. Dann habe ich weiterhin beide Hände frei. Ja, sehr fancy. Worauf hast du dich da nur eingelassen? Hättest du es nicht einfach gut sein lassen können? Aber nein, natürlich nicht. Und jetzt bist du hier. In einem außer Kontrolle geratenen Zug in den Alpen. Verantwortlich für ein Kind, das ohne dich verloren wäre. Worauf wartest du? Rette den Tag! Ja, rettet den Tag. In diesem Sinne würde ich sagen, verabschiede ich mich und wir sehen uns in der nächsten Folge und versuche mal diesen Zug hier zu bremsen, der gerade ungebremst durch die Alpen fährt. Ja, hoffentlich mit etwas ruhigerem Gemüt nächstes Mal und weniger Rage. Aber bis dahin, Leute, macht's gut. Ciao.